Einen wunderschönen guten Abend hier beim Science Slam auf dem 33C3. Das Problem für mich heute Abend ist, dass ich kaum was sehe, weil die Scheinwerfer so derartig blenden. Und eigentlich sind wir ja ein interaktives Format, wo wir so auch mit dem Publikum immer wieder was machen. Das wird nicht ganz so einfach, aber ich hoffe auf eure Unterstützung. Was ist eigentlich ein Science Slam? Die meisten Leute von euch werden vielleicht wissen, was ein Poetry Slam ist. Das ist eine Veranstaltung, da kommen junge Schreiberlinge auf die Bühne und lesen und performen ihre eigenen Texte. Die Zeit dafür ist begrenzt, meistens auf etwa 5 Minuten oder auf genau 5 Minuten. Und hinterher ist das Publikum die Jury. Noch brauchen wir das PDF nicht, was da hinten im Hintergrund erscheint. Nein? Noch reicht die Hintergrundfolie. Ich muss erstmal die Regeln erklären. Beim Science Slam ist es so ähnlich, nur dass halt keine jungen Schreiberlinge oder Literaten auf die Bühne kommen, sondern junge Wissenschaftler. Und sie lesen nicht ihre eigenen Texte, sondern sie stellen ihre eigenen Forschungsprojekte vor. Die Zeit dafür ist wieder begrenzt, diesmal auf 10 Minuten. Alle Hilfsmittel sind dabei erlaubt. Und wie beim Poetry Slam bildet das Publikum hinter die Jury. Also ihr seid heute Abend die Jury. Wer von euch möchte denn in die Jury? Wir haben hier so Wertungstafeln mit Punkten von 1 bis 10 drauf. 1 ist, wenn man so denkt, naja, Physik hat mich noch nie interessiert und dieser Vortrag hat jetzt daran auch definitiv nichts geändert. 5 ist, wenn man denkt, war ganz nett. Ich hätte mich auch mit meinem Nachbarn unterhalten können. Das wäre vielleicht auch ganz nett gewesen. Aber okay, ich habe ein bisschen was mitgenommen. Und 10 Punkte sind so, dass man denkt, wow, ich war direkt am Montag oder sobald das neue Jahr da ist, gehe ich ins Immatrikulationsamt, schreibe mich ein für dieses Fach, was mir da gerade vorgestellt wurde, weil ich gemerkt habe, wir brauchen noch mehr solche Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema beschäftigen. So funktioniert das mit der Wertung. Wer von euch möchte in die Jury? Wir haben 10 solche Wertungstafeln. Bitte die Hände in die Höhe recken, wer in der Jury sein möchte. Und mein reizender Assistent Moritz wird die Wertungstafeln verteilen. Aber die Slammer sind hier natürlich nicht in erster Linie für die Wertung, sondern sie sind hier für den Applaus. Wie klingt denn hier heute Abend? Ich weiß, ihr habt alle schon wahnsinnig viele tolle Sachen heute gesehen, aber versucht euch auf die Slammer einzulassen, versucht euch auf die Themen einzulassen. Wie klingt denn hier so ein Applaus, wenn der Vortrag so ganz okay war? Ein relativ strenges Publikum. Wie klingt denn hier ein Applaus, wenn das so, wenn der Vortrag schon ziemlich gut war? Und wie klingt hier der Applaus, wenn der Vortrag der geilste der Welt war? Ihr habt das Prinzip schon ungefähr begriffen, das beruhigt mich ungemein. Wir sind dann schon fast so weit, dass wir anfangen können. Ich möchte euch vorerst unsere 3 Slammer heute Abend vorstellen. Das sind, kriegen Sie das da hinten mit, nämlich Michael, Ines und Reinhard. Normalerweise losen wir an dieser Stelle die Reihenfolge der Slammer, weil der erste es immer am schwersten hat. Aber heute haben wir 2 Männer, die auch gleichzeitig 2 Physiker sind und eine Frau, die auch gleichzeitig keine Physikerin ist. Und deshalb hat das Los zufällig ergeben, dass die Frau in der Mitte drankommt. Und ihr könnt, glaube ich, erstmal wieder abtreten und dann holen wir gleich einen der Physiker auf die Bühne. Was ich noch brauche, die Leute, die jetzt die Wertungstafeln haben, könnt ihr die mal hochheben? Kann ich die mal bitte sehen, ob ich alle 10 sehe? Keine Chance, echt.
Und diese Spiegel zwischendrin, echt, das wird echt schwierig hier. Eins, ich muss hier runter. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Alle da? Bitte nach jedem einzelnen Vortrag habt ihr so 1 bis 2 Minuten Zeit, um euch mit euren Umsitzenden zu unterhalten, wie viele Punkte ihr diesem Vortrag, diesem Science Slammer geben wollt. Also ihr könnt euch schon mal so ein bisschen anfangen, bekannt zu machen mit euren Umsitzenden. Das wird dann gleich eure Wertungsgruppe, mit der ihr dann auf das Ergebnis kommt. Dann haltet ihr auf ein Signal von mir hin alle gleichzeitig die Wertungstafeln hoch, damit auch keiner von den anderen abgucken kann. Und ich addiere sie dann zusammen. Und am Ende ist es natürlich klar, wer am meisten Punkte hat, gewinnt. Und es wäre ganz gut, wenn es jemanden, also beziehungsweise ich bräuchte einen Freiwilligen, der mit Kontroll rechnet, also der mit mir heute Abend rechnet. Wer traut sich denn so zu, einstellige Zahlen im Zahlenraum bis 100 im Kopf zu addieren? Oder vielleicht mit dem Handy? Gibt es da Leute, die sich das zutrauen? Ich sehe leider nichts. Gibt es hier irgendwelche Wortmeldungen? Meldungen, Freiwillige? Soll ich jemanden bestimmen? Alle gucken woanders hin. Da haben wir einen Freiwilligen. Wie heißt du? Stefan, vielen Dank. Brauchst du einen Zettel und einen Stift? Du kriegst es so hin. Okay, gut. Ich bemühe mich, relativ langsam vorzulesen. Und dann bräuchte ich noch jemanden, der die Zeit nimmt, weil jeder Slammer hat 10 Minuten Zeit. Das wäre ganz gut, wenn das jemand hier vorne ist, und zwar jemand, der ein timerfähiges Handy dabei hat, das vielleicht der ein oder andere hat. Das sieht perfekt aus. Und du könntest dann vielleicht nach 9 Minuten mal so winken, dass der Slammer weiß, es ist jetzt so langsam Zeit. Und nach 10 Minuten könntest du laut und deutlich Zeit rufen. Können wir das mal hören? Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. So, ich glaube, jetzt sind wir schon soweit. Alles Wesentliche ist erklärt. Der erste Slammer steht schon hinter der Bühne und ist aufgeregt. Deshalb begrüße mit mir von der Uni Hamburg, er ist Physiker und er spricht über seine Diplomarbeit. Sein Vortrag hat den Titel Kosmische Beschleunigung in Sibirien. Begrüße mit mir mit einem herzlichen Applaus Michael Büker. Ist das an? Ist es an? Ist es nicht an? Es ist immer noch nicht an. Julia! Ja, nee, Presenter. Presenter? Ja, genau. Da muss das mal unser spätestens morgen da was wissen, oder? Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Ja, aber Präsenter? Okay. Moin. Es geht um meine Diplomarbeit und Astroteilchenphysik ist ein Thema, was da geht es natürlich um große und abgefahrene Sachen. Also wir reden von ganzen Galaxien, wir reden von schwarzen Löchern, wir reden von superschnellen Teilchen. Und das Ganze verlangt natürlich auch nach einer Szenerie, die so ein bisschen Grandeur ausstrahlt. Und deswegen glaube ich, ist das schon mal genau das Richtige. Also wir können uns jetzt fragen, wo ist das? Ja, es sieht ein bisschen karg aus so, die Klamotten wirken auch ein bisschen oldschool. Die Technik ist jetzt eher auch selber zusammengelötet als für 1 Million irgendwo bestellt. Liegt also nahe, das könnte, sagen wir mal, Mecklenburg-Vorpommern sein. Ist auch gar nicht so falsch. Ist nämlich bei Irkutsk im Tunkertal in Sibirien in der Nähe der mongolischen Grenze. Und da steht das Highscore-Experiment. Das steht für 100 Square Kilometer Cosmic Origin Explorer. Also der mehrere hundert Quadratkilometer große Erforscher der kosmischen Quellen. Und Quellen für was ist die Frage? Nämlich Quellen für kosmische Teilchen. Und was kosmische Teilchen sind, können wir uns anschauen. Also es gibt einen Haufen Galaxien im Universum, nicht nur die eine, in der wir leben. Das ist, sagen wir mal, ein Bild von unserer Milchstraße der Galaxien, in der wir leben. Wie findet ihr das?
Alles klar, Kohl-Milchstraße. Müssen wir leider noch kurz ein bisschen Grundlagenforschung betreiben. Ist nämlich doch kein Bild von unserer Milchstraße, ist nur irgendeine Galaxie, die mutmaßlich so ähnlich aussieht. Denn wir können von in der Milchstraße, wo wir wohnen, kein Foto von dem Ding von außen machen. Weil dafür müssten wir rausgehen. Und das ist so ein bisschen wie hier auf dem Kongress. Ich könnte jetzt nicht direkt mit meinem Handy ein Foto vom CCH von außen machen, weil da müsste ich rausgehen. Und da ist kalt und da sind andere Leute und da gibt es keine Mate und deswegen bleibe ich hier. Und aus ähnlichen Gründen entfernen wir uns auch nicht aus der Milchstraße raus, abgesehen davon, dass wir tausende Jahre fliegen müssten, selbst mit Lichtgeschwindigkeit. Und es ist eine Illustration einer Galaxie. Macht aber nichts. Es ist eine Galaxie von irrsinnig vielen und der Presenter will schon wieder nicht. Und deshalb schalte ich und walte ich. Es ist eine Galaxie von wahnsinnig vielen und hier sieht man jetzt, das ist ein Bild aus dem Sternenhimmel, das ist die sogenannte Hubble Ultra Deep Field Aufnahme, ist vom Hubble Teleskop gemacht worden, also das ein Weltraumteleskop, das bekannteste, das ist also ein Satellit und da ist eine fette Kamera drauf mit einer fetten Linse dran, also es ist ein Teleskop im Weltraum, deshalb Weltraumteleskop und das hat in den Himmel fotografiert und okay, man sieht jetzt hier so einen Haufen Sternkram, denkt man sich. Aber tatsächlich sind auf diesem Bild, was wir hier sehen, nur genau zwei Sterne. Nämlich der hier und der hier. Alles andere sind keine Sterne, sondern andere Galaxien. Und man sieht auch, dass die ganz verschiedene Formen haben. Wir haben hier so ein spiraliges Ding. Hier ist auch eine schön helle Spiralgalaxie. Das hier ist eher so ein rötlicher Blob. Hier haben wir auch, das ist so ein bisschen auseinandergezogen. Galaxien gibt es in verschiedenen Formen und wie man sieht auch verschiedenen Farben. Das hat ganz viele Gründe. Und aus diesen ganzen verschiedenen Galaxien erreichen uns Signale. Und darum geht es bei dem Experiment. Also zu erforschen, was diese Signale damit zu tun haben, was in diesen Galaxien los ist. Und eine schöne Illustration hier ist von einem schwarzen Loch. Das sieht jetzt nicht wirklich so aus. Der Film Interstellar macht es eigentlich sogar ein bisschen besser von der Darstellung, wie ein schwarzes Loch aussieht, als diese. Diese beliebte künstlerische Illustration. Aber was interessant ist, ist, was am schwarzen Loch in der Nähe passiert. Und das ist hier mit diesem blauen Strahl so ein bisschen angedeutet. Da sind Magnetfelder, die sich krass miteinander verknoten und verwirbeln, weil die schwarzen Löcher und jedenfalls alle Materie drumherum sich in der Regel ganz schnell drehen. Und wenn diese schwarzen Löcher sich drehen und die Magnetfelder sich dabei verwirbeln, dann kann es dazu kommen, mit einem Effekt, den wir noch nicht ganz verstanden haben in der Physik, dass diese Teilchen wahnsinnig schnell beschleunigt werden. Die fliegen dann in irgendeine Richtung. So, es ist also quasi ein Teilchenbeschleuniger. Ein schwarzes Loch hat einfach nur dadurch, dass es da ist, die Eigenschaft, auf umliegende Materie so zu wirken, dass die wahnsinnig krass beschleunigt werden kann. Und das können wir uns mal im Vergleich anschauen. Wir haben ja auf der Erde einen LHC-Beschleuniger gebaut. Das ist so ein krasser Teilchenbeschleuniger für etliche Milliarden. Und dieser Teilchenbeschleuniger bringt Teilchen auf 7 Teraelektronenvolt. Das ist jetzt einfach mal eine Energie, ja, also das Krasseste, was wir auf der Erde können, Teilchen zu beschleunigen, sind diese 7 Teraelektronenvolt. Aber was die schwarzen Löcher können, ist ein bisschen mehr. Das bedeutet, dass aus Sicht des kosmischen Teilchenbeschleunigers sozusagen, den das schwarze Loch mit seiner direkten Umgebung darstellt, der LHC eher so ein bisschen mager daherkommt. Und wir wollen also diese Teilchen messen, um dann zu wissen und mehr darüber herauszufinden, wie es bei diesen schwarzen Löchern tatsächlich aussieht und warum das in den Galaxien da so zugeht. Jetzt hilft uns das auch dabei, die Frage zu beantworten, ob der LHC als Teilchenbeschleuniger eigentlich gefährlich ist. Die Frage ist inzwischen auch einigermaßen durch die Praxis beantwortet, weil er hat die Erde noch nicht vernichtet, also okay, ist sicher. Man hätte das aber auch schon vorher, also 2008, als da irgendwie rumgeklagt wurde und so, hätte man das schon wissen können, dass das, was im LHC passiert, die Erde nicht gefährdet. Denn Teilchen, wie sie im LHC auf Geschwindigkeiten gebracht werden, treffen die Erde sowieso schon und in noch höherer Energie. Wir können uns das so ein bisschen vorstellen, wie die Theorie, es wäre wahnsinnig gefährlich, Katzen auf Motorräder zu setzen, weil es dann zu einer Reaktion kommt, in der Katze, Motorrad und die ganze Umgebung vernichtet werden. Das ist jetzt einfach mal nur eine Hypothese, ja? Also es gibt jemanden, der geht hin und verklagt Regierungen und sagt, ihr müsst unbedingt Katzen von Motorrädern fernhalten, weil das ist gefährlich. Aber der informierte Physiker weiß natürlich, es gibt dieses eine Dorf in Portugal, da dürfen Katzen schon mit 16 den Führerschein machen und da passiert gar nichts. Genauso wissen wir, dass kosmische Teilchen die Erde mit wahnsinnig hoher Energie schon immer erreichen und einfach aus dem All auf die Erde treffen und hier keine schwarzen Löcher oder mega die Zerstörung verursachen. Das heißt, wenn wir viel weniger hochenergetische Teilchen in unseren Beschleunigern irgendwie miteinander knallen lassen, dann wird das auch nicht zur Zerstörung führen.
Ja, und wie sieht das nun aus, wenn diese Teilchen tatsächlich auf die Erde treffen? Also wir wollen die ja in unseren Messgeräten sehen, aber es ist nicht ganz so einfach wie, ich stelle da eine Kiste hin und dann fliegt da so ein Teilchen rein und dann sagt die Kiste Bing. Sondern wenn so ein Teilchen in Richtung Erde fliegt, dann sieht es erstmal als, also erstmal fliegt das halt sau viele Millionen Lichtjahre und da ist erstmal gar nichts, ja. Vakuum hier, irgendwas, Staub, Dingsbums, ist dem völlig egal und dann plötzlich, bam, Erde. Und das heißt Erdatmosphäre. Und in der oberen Erdatmosphäre, so 200 bis 100 Kilometer über der Erde, sind Stickstoffatome, Sauerstoffatome, Kohlenstoffatome, das ganze Gerödel. Und früher oder später, wenn die Atmosphäre immer dichter wird, wird unser schnell beschleunigtes kosmisches Teilchen mit einem dieser Atome zusammenstoßen. Die sind dann beide Matsch. Also so richtig. Der Kern des getroffenen Atoms wird zerstört. Das Teilchen wird auch zerstört und ist jedenfalls von den ganzen anderen Bruchstücken nicht mehr zu unterscheiden. Und es wird das ausgelöst, was wir einen Luftschauer nennen. Luftschauer deswegen, weil der Grund dafür, dass es diesen Teilchenschauer gibt, ist, dass das Teilchen auf Luft getroffen ist. Also hat nicht viel mit Luft zu tun, sind eher geladene Teilchen, die in so einem Schauer auf die Erde runterregnen. Und wir wollen jetzt mit unserem Experiment, hier ist ein Bild von einem anderen, was ein ähnliches Prinzip verfolgt, ganz viele Kameras auf den Boden tun und wollen sehen, welche Spuren diese Teilchen hinterlassen, während sie durch die Luft fliegen. Also gar nicht mal darauf hoffen, dass diese Teilchen unsere Instrumente treffen, sondern darauf setzen, dass sie schon auf ihrem Flugweg durch die Erdatmosphäre sozusagen ihre Anwesenheit verraten, durch eine Reaktion, die sie dabei machen. Und zwar geht es um Cherenkov-Strahlung. Cherenkov-Strahlung oder auch Cherenkov-Licht ist ein Effekt, der vor allem bekannt ist aus Kernreaktoren oder allen möglichen Quellen, die geladene Teilchen schnell beschleunigen, wo die dann durch ein Medium wie zum Beispiel Wasser laufen. Das ist halt in so einem Abklingbecken oder in einem offenen, wassergekühlten Reaktorbecken dann zu sehen. Und dieses Cherenkov-Licht entsteht dann, wenn sich Teilchen schneller als das Licht in diesem Medium bewegen. Achtung jetzt, nicht schneller als das Licht überhaupt im Vakuum, diese 299.000 noch was Kilometer pro Sekunde, das ist Oberlimit. Das akzeptieren auch alle Teilchen. Aber im Wasser ist das Licht langsamer. Im Wasser hat das Licht nur, sagen wir mal, 200.000 Kilometer pro Sekunde. Und da können Teilchen, geladene Teilchen, dann tatsächlich eine Geschwindigkeit haben, die schneller ist als das. Und dann kommt es zu so einer Art optischem Überschallknall, also so eine Art Licht schneller, Teilchen schneller als das Lichteffekt in Wasser zum Beispiel. Und das macht blaues Licht. Das heißt, anders als in den bekannten Darstellungen, wo zum Beispiel bei den Simpsons im Kernkraftwerk alles grün leuchtet, ist es eigentlich tatsächlich blau. So, nun ist unsere Erdatmosphäre, die Luft, die wir atmen, kein Wasserbecken. Trotzdem ist die Lichtgeschwindigkeit in der normalen Luft um uns rum auch geringer als im Vakuum. Okay, noch eine Minute, danke. Auch schneller als im Vakuum und deswegen erzeugt es auch ein schwaches Cherenkov-Licht und das hoffen wir mit unseren Kameras aufzufangen. Wenn jetzt also so ein Luftschauer ausgelöst wird, kommt ein Teilchen auf die Erdatmosphäre, bam, Luftschauer, dann bewegen sich diese ganzen Teilchen für sich genommen also mit beinahe Lichtgeschwindigkeit und kommen dann so auf die Erde geflogen, so in so einer Art Pizza. Und zwar in einem Winkel, in einem schrägen Winkel. So kommen die Teilchen, so. Und wenn die dann auf unsere Kameras treffen, dann können wir sehen, welche Kamera wird zuerst getroffen. Ja, also die sagt zuerst Ping. Und die sagt als zweites Ping und dann kann man den Winkel bestimmen, wie das Ding runtergekommen ist. Und so sehen diese Kameras aus, da habe ich meine Diplomarbeit gemacht. Und dabei ist es ganz wichtig, dass man das Timing zwischen den verschiedenen Kameras ganz genau hat. Es macht einen Unterschied von Nanosekunden, aus welcher Richtung das nun kam. Und die Winkelauflösung will man aber genau haben, damit man weiß, aus welcher Galaxie, von welchem schwarzen Loch das Teilchen beschleunigt wurde. Ja, und als wichtige Live-Lesson kann ich noch sagen, das, was ich in meiner Diplomarbeit an dem Ding erforscht habe, wurde am Ende gar nicht eingesetzt, sondern ein besseres System, was von CERN entwickelt wurde. So ist das in der Wissenschaft. Aber, Dankeschön, ihr kennt jetzt auf jeden Fall die Geschichte, was das Dorf hier, das Tal in Sibirien, mit schwarzen Löchern zu tun hat. Dankeschön. Michael Bücker, dein Applaus. Vielen Dank, Michael. So, ihr habt jetzt die angekündigten 1 bis 2 Minuten Zeit, um euch über eine Wertung für Michael einig zu werden. Sprecht mit euren Umsitzenden, was habt ihr verstanden, wie hat es euch angesprochen, habt ihr Lust, das auch zu machen, hat es euch inspiriert, war es was anderes, habt ihr was gelernt?
So, ich sehe, die meisten Leute sind schon fertig. Bei wem ist noch Diskussionsbedarf? Unten lassen, sonst entscheiden sich alle anderen nach dir. Seid ihr soweit? Dann bitte ich auf 3, 2, 1, alle Wertungstafeln hoch. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wertungstafeln. Und es ist bitte hochhalten. Es ist relativ einfach, weil wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 mal eine 7 und 1, 2, 3, 4, 5 mal eine 8. Macht 75 Punkte für Michael Büker. Vielen Dank. Stefan, kommst du zum gleichen Ergebnis? Jetzt kommen wir schon zu unserer zweiten Science-Slammerin. Sie hat an der HTW in Berlin und an der FU Berlin Museologie und Kunstgeschichte studiert. Sie spricht über ihre Masterarbeit und ihr Vortrag hat den Titel Surveillance Art. Heißt mit mir herzlich willkommen mit einem großartigen Applaus Ines Dorian Gütt. Das ist auch nicht der Anfang. Kannst du das mal zurückspulen auf die 1? Hi, also ich rede über Surveillance Art. Oder vielleicht auch nicht. Sorry. Geisteswissenschaftler. Das heißt, es geht um zeitgenössische Kunst. Um zeitgenössische Kunst, die sich mit politisch motivierter Überwachung beschäftigt. Davon gibt es schon seit einigen Jahren eine ganze Menge. Wie zum Beispiel Graffitis von Banksy, wo drei lustig angezogene Leute eine Telefonzelle in der Nähe vom GCHQ überwachen oder auch von Künstlern, die so mehr aus der Kunst um der Kunst willen Richtung kommen, Werke, die sich mit den psychologischen Folgen von Überwachung auseinandersetzen, wie von Marina Abramović oder Sophie Kalb. Das heißt, mir ist die Auswahl gar nicht so leicht gefallen. Ich habe mich dann schließlich entschieden für eine Installation von Franz Reimer, die ich euch mal kurz zeigen möchte, und eine Fotoserie von Trevor Pagan. Kommt jemandem dieser Raum bekannt vor? Dem einen oder anderen vielleicht? Das ist ein Nachbau von dem Raum, von dem Situation Room, den Peter Suzer fotografiert hat. Und die Situation werden vermutlich alle von euch kennen. Es geht um die Tötung von Osama Bin Laden. Und dann dieses Foto ist natürlich wahnsinnig viel diskutiert worden. Mich interessieren daran drei Aspekte, nämlich vor allem, was auf dem Bild nicht zu sehen ist. Man sieht keine Leiche. Also das war ja das Medienbild für die Tötung. Und zu anderen Gelegenheiten hat man ja auch die Operation der Tötung oder den Toten selber gezeigt. Hier sollte der Fokus auf was anderem liegen. Das heißt, die Intention zur Auswahl dieses Bildes war deutlich anders. Es ging darum, die Mächtigen zu zeigen, die Politiker zu zeigen als Einheit, die gemeinsam für etwas stehen. Der zweite Punkt, der für mich interessant ist, ist so, wir machen im Moment genau das Gleiche wie die Leute auf dem Bild. Das heißt, es findet eine Übertragung statt. Wir schauen alle in die gleiche Richtung, sind relativ passiv. Und vorne ist für uns sogar noch ein Platz reserviert. Also wir sitzen so ein bisschen symbolisch mit am Tisch. Es ist so eine Wirkung, die dieses Bild unterbewusst hat.
Und was Franz Reimer in seiner Installation macht, ist, dass er uns tatsächlich mit an den Tisch holt. Ups. Wir mögen uns nicht. Er hat das so nachgebaut, dass man sich tatsächlich auf die auf den Stuhl setzen kann von Obama, der jetzt hier nicht zu sehen ist, der dahinter stand, oder auf den des General Webbs, um den Diskussionen auch einen Raum zu geben und den ganzen Leerstellen, die dort eine Rolle spielen. Eine zweite Sache, die er macht, ist den Raum nochmal spiegeln. Also es gibt eine Kamera, die den Raum selber filmt. Und das wird, die steht am gleichen Platz, wo Peter Suzer stand, als er die Fotografie aufgenommen hat. Und der Raum wird zurückgespiegelt live. Also wenn dort jemand säße, würde man den in der Kamera sehen, in der gleichen Perspektive, wo der Bildschirm war. Das heißt, das Setting ist relativ ähnlich. Das macht er, um einerseits so eine diese Machtübertragung, die auf so einer sehr unterschwelligen, eher so geisteswissenschaftlerfreundlichen, symbolischen Ebene stattfindet, zu übertragen auf so ein Publikum, das sich einfach mit so einer Installation auseinandersetzen möchte. Und die andere Sache, die ich daran interessant finde, ist so diese Leerstellen, mit denen er arbeitet. Also es gibt schon in dem Originalbild eine ganze Menge Leerstellen, die aber kaum auffallen. Also die einerseits ist halt irgendwie so der Punkt, auf den alle konzentriert sind, der ist ja außerhalb des Bildes, was ich gerade erwähnt habe, den Monitor. Aber auch es gibt zum Beispiel so Papierblätter, die rumfliegen, wo große Pixel drauf sind, was in dem Originalbild nicht auffällt. Die Monitore sind geschwärzt. Also er arbeitet mit diesen Leerstellen, die er dort in sein Setting überträgt. Die werden auch bei dem zweiten Künstler nochmal interessant sein. Trevor Pagan ist ein Fotograf, der hier auch mal einen Vortrag gehalten hat auf dem 30C3, sehr zu empfehlen. Er ist einer der Typen, die schon mal nach Afghanistan fliegen, um offiziell inexistente Gefängnisse zu fotografieren, die CIA betreibt. Das hier ist ungefähr 100 Kilometer nordöstlich von Kabul. Die Serie, über die ich reden möchte, ist Limit Telephotography. Was ist hier zu sehen? Wir haben irgendwie ein relativ unscharfes Bild, also auch das Original ist unscharf, weil es aus ungefähr 1,4 Kilometern Entfernung aufgenommen ist. Wir sehen irgendwie so drei Leute, die relativ normal aussehen, also irgendwie hat kurze Hose an, vielleicht nicht jemand, von dem man erwarten würde, dass er aus so einem kleinen nach Privatjet aussehenden Flugzeug steigen würde. Der Titel verrät uns, dass es Arbeiter sind, und der zweite Teil ist interessant, die steigen nämlich an einem Terminal aus, der sich in Las Vegas befindet und von dem nicht irgendwelche Flugzeuge abheben, sondern Flugzeuge, die in den normalen Flight Records nicht vorkommen und die deswegen für Paglen interessant waren, weil wenn die halt nicht verzeichnet sind, gibt es einen Grund, warum sie nicht verzeichnet sind. Das sind die Punkte, die ihn interessieren. Deswegen hat er eine Woche lang in diesem Hotel, das da oben markiert ist, gesessen und hat diese Flüge beobachtet und hat diese Bilder aufgenommen. Dieses Flugzeug fliegt zum Beispiel zu Orten wie diesen hier und bringt die Arbeiter dorthin. Das ist ein kleiner Teil von Nellie's Range. Befindet sich in Nevada. Was dort stattfindet, wissen wir im Endeffekt nicht so genau. Also wir wissen ein paar Sachen davon, die dort in der Vergangenheit stattgefunden haben, aber nicht wirklich, was dort heute gemacht wird. Wir wissen was von Waffentests, von Drohnentests. Im Kalten Krieg hat man dort die Waffen der Sowjets getestet, die man in die Hände bekommen hat. Und Paglen ist immer wieder auf diesen Berg geklettert und hat versucht, von dort aus diese Landschaft zu fotografieren, dieses Licht zu fotografieren. Das ist unglaublich weit weg, das sind 40 Kilometer. Da kann man mit normalen Kameras überhaupt nichts mehr ausrichten. Da ist auch mit den Augen kaum noch was zu sehen. Und bei dem dritten Bild, ist nochmal ein Detail davon, bei dem dritten Bild ist es noch mehr blurry, es ist noch mehr so chargiert, es ist eigentlich kaum noch was zu erkennen. Eigentlich sieht es kaum noch aus wie eine Fotografie, sondern wie eine Mischung aus einer Farbfeldmalerei von Mark Roscoe und einem Ölbild von Turner. Einerseits kennt sich Paglen natürlich ziemlich gut in der Kunstgeschichte aus, andererseits geht es ihm aber auch um diese Unschärfe, weil er nämlich sagt,
Geheimhaltung kann man ja sowieso nicht visuell darstellen. Ich kann natürlich versuchen, ein geheimes Haus zu fotografieren, aber da sind dann Steine drauf, die genauso aussehen wie alle anderen Steine auf. Die Leute, die das Haus gebaut haben, machen auch eine Steuererklärung und vergessen ihre Passwörter. Also es ist ganz schwer, das festzuhalten. Und deswegen versucht er, diese Unschärfe symbolisch zu nehmen. Und das ist auch wieder so eine Art Leerstelle. Dadurch, dass wir halt Sachen nicht sehen und wir wissen, dass dort noch etwas ist, sind wir in der Lage, dort Dinge rein zu interpretieren. Das heißt, wir haben diese symbolische Unschärfe, die Sichtbarkeit von Geheimnissen, was natürlich irgendwie so eine relative Angelegenheit ist, weil man den Bildern nicht wirklich ansieht, dass es sich um Geheimnisse handelt. Das ist natürlich etwas, wo er ganz stark mit den Titeln spielt. Und die Limits der Sichtbarkeit, die Grenzen. Und das haben die beiden gemeinsam. Das ist der Grund, warum ich die ausgewählt habe, weil sie sowohl bezogen als auch auf die Leerstellen, als auch so auf dieses Unsichtbare der Geheimhaltung ganz gut funktionieren. Und der Grund, warum ich das spannend finde, ist, weil dieses Problem überall auftaucht. Das ist kein Problem, was exklusiv in der Kunst stattfindet, sondern das ist ein Problem, das, also wir kennen irgendwie Geheimhaltung aus der Popkultur. Dort funktioniert sie aber deutlich anders. Dort tritt sie halt nicht als in der Regel nicht als problematisch auf, sondern als nützliches Tool. Wir haben irgendwie eine lange Geschichte von Detektiven, denen wir gerne zugucken, an die wir so gewöhnt sind, die so fast so Teil unserer Familie geworden sind, dass wir die kaum noch hinterfragen. Dann haben wir natürlich irgendwie den Journalismus und die Designform, die halt irgendwie Geheimhaltung, so das ist jetzt ein Bild, das ich ausgesucht habe, weil damals... Icon halt damit beschrieben worden ist. Es hat aber natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Also es gibt keine Verbindung von diesem Bild, was auch unter vielen anderen Nachrichten aufgetaucht ist, zu der tatsächlichen Nachricht. Deswegen finde ich, dass die Kunst irgendwie so in diesem Zirkelschluss von unterschiedlichen Punkten, die sich so mit der Visualisierung von Geheimhaltungen, und das kann man auch übertragen auf andere schwer darstellbare Phänomene, dass sie dort interessant ist, weil sie einen Raum für Reflexion anbietet, sowohl einfach so körperlich da sein und sich mit Leuten unterhalten, als auch so rein konzeptuell. Und weil sie Sachen sichtbar macht oder so innovative Möglichkeiten sucht, Sichtbarkeit zu schaffen. Und deswegen, wenn mal wieder eine Ausstellung über Surveillance Art ist, geht hin, nehmt Leute mit, wo ihr sonst Probleme habt, mit denen drüber zu reden. Ich bin fertig. Danke. Ines Dorian Goetz, ein Applaus. Da geht sie schon wieder. So, vielen Dank für diesen Vortrag. Ihr habt jetzt wieder 1 bis 2 Minuten Zeit, um euch mit euren Umsitzenden darüber zu unterhalten, wie viele Punkte euch der Vortrag von Ines wert war. Thank you.
So, ihr solltet langsam zu einem Ergebnis kommen. Habt ihr euch geeinigt? Entscheidet euch. Dann bitte ich 3, 2, 1, alle Wertungstafeln hoch. Und ich sehe, hier vorne fehlt noch eine. Wenn ich die hier vorne habe, dann sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diesmal ist es nicht ganz so einfach. Eine 4 plus 5 hier vorne sind 9, plus eine 7 sind 16, plus eine 5 sind 21, eine weitere 5 sind 26, hier hinten eine 5 sind 31, hier haben wir eine 7 sind 38 und eine 6 sind 44, eine weitere 6 sind 50 und eine abschließende 5 sind 55 Punkte für den Vortrag von Ines. Womit wir zu unserem dritten und letzten Slammer für heute kommen. Er ist Physiker und war an der Uni Duisburg-Essen. Jetzt ist er da nur noch manchmal, um seine Arbeit weiterzuführen. Der Vortrag hat den Namen Dienliche Defekte. Sein eigener Name wird manchmal anders geschrieben als sonst. Aber heißt mit mir herzlich willkommen Reinhard Remfort. Kriege ich so ein Präsenter-Dingsi? Danke. So. Hallo. Es freut mich, hier auf der Bühne zu stehen und diesen Vortrag mal wieder zu halten, was ich lange nicht mehr gemacht habe. Ich hoffe, den kennt noch nicht jeder, damit man wenigstens hier und da noch ein bisschen was Neues lernt. Also, mein Name ist Reinhard Remfort. Mein Name ist Reinhard Remfort, steht auch da unten. Ich habe lange Zeit im Nanoenergietechnikzentrum gearbeitet, auch wenn mein Kollege häufig anderes erzählt. Ich hätte da nicht gearbeitet, aber ich war fleißiger Doktorand. Ich bin, wie gesagt, Physiker. Das war nicht der Plan meiner Eltern. Meine Mutti hätte viel lieber gesehen... Das ist doof. So, meine Mutti hätte viel lieber gesehen, dass ich sowas hier werde. Arzt, weißer Kittel, hohes Ansehen, dickes Gehalt... Doktorarbeit kriegt man, ne, so zwischendurch mal, meistens zumindest. Das Problem war, als ich 18, 19 war und gerade mit dem Abi fertig war, habe ich deutlich zu viel gesoffen und gekifft, um auch nur in die Nähe eines Medizinstudienplatzes zu kommen. Ihr kennt das hier, Durchschnitt und so, ne? Mein Abi war scheiße, aber besser als das von meinem Bruder. Der ist Rallye-Lehrer geworden. Ja, das ist super, ne? Mein Bruder hatte Mathe im Abi und hat einen Punkt gemacht und ist mit einem Punkt nicht abgewichen. So. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, was machst du, so als 18-, 19-jähriger Junge, der zu viel säuft und kifft? Man sucht sich einen Job, wo erstens der Dresscode scheißegal ist und wo zweitens ein gewisser Alkohollevel nicht auffällt oder schlicht und einfach akzeptiert ist. Habe ich gemacht. Bin Physiker geworden. So, damit meine Mutti jetzt nicht komplett enttäuscht von mir ist, habe ich mir gedacht, okay, Reinhard, wenn schon nicht Arzt, dann doch bitte wenigstens noch Doktor. Und habe mir überlegt, nach meiner Diplomarbeit bleibe ich noch ein bisschen an der Uni und beschäftige mich mit... der Epitaxie hocheiner Diamantschichten zur Untersuchung oberflächennaher NV-Störstellen. Wobei an dieser Stelle sagt mein Prof immer, Reinhard, red nicht von Störstellen, das ist negativ besetzt, da assoziieren die Leute direkt negative Dinge. Das ist ungefähr so, als ob man in einer katholischen Klosterschule von intensiver Einzelbetreuung reden würde. Das geht schnell mal in den falschen Hals. deshalb hat mein Prof immer gesagt, Reinhard, red nicht von Störstellen, das ist für Anträge scheiße, red von Zentren. Ne? Also NV-Zentren. Deshalb reden wir jetzt von NV-Zentren. Was ist ein NV-Zentrum? Ein NV-Zentrum, das sieht so aus, das ist eine atomare Fehlstelle in einem Diamantgitter, also in einem Gitter aus Kohlenstoff. Das habe ich hier bei meinen Eltern beim Frühstück nachgebaut. Das Rote sind Kohlenstoffatome, das Rote ist ein Stickstoffatom, das Blaue ist eine Leerstelle im Atomgitter. Und diese atomaren Defekte in einem sonst perfekten Kristall, die haben unglaublich coole, tolle Eigenschaften, wenn man die untersucht. Und was macht man so als Physiker, wenn man was nicht kennt und man möchte das untersuchen? Man nimmt es, zerrt es in sein Labor, sucht sich den dicksten Laser, den man finden kann und brät mit dem Laser drauf rum. Und wenn man auf so einem NV-Zentrum im Diamanten, also auf so eine Fehlstelle mit dem Laser rumbrät, macht die was ziemlich Cooles, die winkt zurück. Und dieses Zurückwinken ist ein unglaublich deutliches, nicht zu übersehendes Signal.
Und jetzt lernt ihr was fürs Leben, wenn ein wenn ein Physiker von einem unglaublich nicht zu übersehenden Signal redet, dann meint er meistens sowas hier. So eine komplett verrauschte Kurve mit zwei kleinen Peaks, die man nur bei Vollmond sieht. Oder wenn drei andere Physiker mit spitzen Hüten um das Messgerät tanzen. Also dieses Signal, von dem ich rede, sind diese winzig kleinen Peaks, genau genommen sogar nur das, der obere, wo NV- dran steht. So, und dieses Zurückwinken, dieses Signal ist unglaublich toll für Physiker. Damit kann man nämlich unglaublich tolle Sachen machen. Aber um euch zu erklären, was man damit machen kann, müssen wir etwas machen, was den meisten von euch hier wahrscheinlich nicht gefallen wird. Und zwar ein Crashkurs Quantentheorie. Das tut mir leid, ist auch nur halb so schlimm, wie es aussieht. Es gibt drei Sachen, die ihr aus der Quantentheorie begreifen müsst, damit ich euch erklären kann, warum NV-Zentren geiler Scheiß sind. Die Quantentheorie hat angefangen vor ja, so grob 100 Jahren, plus minus 50 Jahre, mit dem netten Schneuzer da, das ist Max Planck. Max Planck hat in München jahrelang studiert und hat sich damit Schwarzkörperstrahlung beschäftigt. Ein schwarzer Körper ist da rechts neben ihm abgebildet. Und wie man sieht, strahlen die Dinger nicht so besonders dolle. Deshalb hat der sich ein Äquivalent angeguckt. Und ein Äquivalent zu Schwarzkörperstrahlung ist Hohlraumstrahlung. Also die Strahlung eines heißen, hohlen Raumes. Der hat also jahrelang in München gesessen und hat da in einen Ofen geguckt. Und wenn man als Physiker jahrelang in München sitzt und in einen Ofen guckt, dann fällt einem irgendwann auf, dass man tolle Diagramme zeichnen kann. Und an diesem Diagramm sieht man, dass die Energie, die aus diesem Hohlraum rauskommt, also aus diesem Ofen, nicht kontinuierlich da rausfällt, sondern immer nur in festen Paketen, also in sogenannten Quanten. Diese festen Pakete hat er Quanten genannt. Und der Herr Planck hat dann festgestellt, dass viele Sachen in der Natur in festen Paketen auftauchen, also als diskrete Größe und nicht kontinuierlich. Ich muss ja sagen, hätte ich wie der Herr Planck in München studiert, wäre mir an anderer Stelle aufgefallen, dass gewisse Größen in der Natur immer in festen Einheiten auftauchen, in sogenannten Maßeinheiten. Und noch viel, viel härter als das, dass er das nicht gerallt hat, ne, ist die Tatsache, dass der einen Nobelpreis für die Entdeckung bekommen hat. Für so einen Scheiß hat man damals einen Nobelpreis bekommen. Das geht heute nicht mehr. Heute muss man was leisten, um einen Nobelpreis zu bekommen. Ja. Nach den letzten Wahlen tut mir diese Folie immer ein bisschen leid. Machen wir weiter. Punkt Nummer 1 war Quanten. Punkt Nummer 2. Das war die Unschärferelation, die haben wir dem netten Herrn jetzt zu verdanken, dem Herrn Heisenberg. Der hat es damit auf eine Briefmarke geschafft. Und die Unschärferelation ist viel simpler, die ist ganz einfach erklärt. Die Unschärferelation in der Quantentheorie ist das und das. Und beim Rest sagt mein Prof immer, der Rest ist selbsterklärend. Ist zugegebenerweise für Nichtphysiker vielleicht nicht ganz selbsterklärend. Was ihr hier seht, ist oben der Ort, unten der Impuls. Und die Unschärferelation, die da auf der Briefmarke steht, die sagt jetzt, dass wenn wir den Ort sehr genau messen, also wenn oben diese Kurve sehr, sehr spitz wird, dann wird unten die Kurve unendlich breit. Andersrum aber genauso, wenn wir den Impuls, also die Geschwindigkeit sehr, sehr genau messen, dann wird oben der Ort sehr, sehr unscharf. Und also diese Kurve oben wird sehr, sehr breit. Das heißt, wir können immer nur sagen, wo etwas ist mit einer Messung oder wie schnell. Niemals beides gleichzeitig. Also entweder wo oder wie schnell. Und das ist ein grundlegendes, fundamentales Naturgesetz und eine verdammt gute Diskussionsgrundlage, wenn die netten Herren in Grün das nächste Mal glauben, euch mit 120 in der 30er-Zone geblitzt zu haben. Weil entweder ihr seid 120 gefahren oder ihr wart in der 30er-Zone. Eins von beiden. Das gilt übrigens nicht nur für Ort und Geschwindigkeit, sondern auch für viele, viele andere Größen. Die sogenannte Unschärfe. So, kommen wir zum letzten Punkt im Crashkurs Quantentheorie, der so ein bisschen aus den ersten beiden folgt. Und zwar kommen wir zu Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger ist mein persönlicher Held, das ist sowas wie der erste Science-Slammer der Welt, den es gab. Der hat nämlich versucht, enorm komplexe Sachverhalte, die hier, die Schrödinger-Gleichung, möglichst einfach und ja, verständlich darzustellen. Und wie hat der Schrödinger das gemacht? Der hat sich bei etwas bedient, was auch heute noch im Internet super beliebt ist. Und es war nicht Pornografie. Physiker haben nämlich meistens keinen Sex. Das prangere ich an dieser Stelle mal an. Was ist das nächstbeste nach Sex, was man im Internet findet? Richtig, Katzis. So, und der Schrödinger hat gesagt, okay, wir machen mal ein Gedankenexperiment, wir stellen uns Katzis vor. Und der Schrödinger war auch Naturwissenschaftler und hat gesagt, okay, wir beobachten mal Katzen. Und als Naturwissenschaftler hat der Herr Schrödinger festgestellt, der natürliche Lebensraum einer Katze ist eine Kiste. Jeder, der Katzen hat, weiß das.
bis dahin didaktisch sehr klug, Menschen lieben Katzen und Kisten. Dann kam der Punkt, der didaktisch nicht ganz so sauber war. Der Herr Schrödinger hat dann nämlich noch gesagt, okay, wir machen das Gedankenexperiment weiter. Wir packen zu der Katze in die Kiste eine Höllenmaschine, die die Katze prinzipiell töten könnte. Und wenn man das Ganze mal schematisch aufzeichnet, haben wir da nämlich jetzt ein kleines Paradox. Wenn wir schematisch hier aus der Wikipedia geklaut mal aufzeichnen, eine Höllenmaschine, die eine Giftampulle kaputt macht oder auch nicht, je nachdem, ob sie einen bestimmten quantenmechanischen Zustand einnimmt oder auch nicht und dementsprechend die Katze tötet oder auch nicht. Der Punkt, den uns die Schrödinger-Gleichung jetzt sagt, ist folgender. Solange wir keine Messung durchführen, solange wir die Kiste nicht aufmachen und nachgucken, sind beide Zustände mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% gleichberechtigt und existieren tatsächlich zur gleichen Zeit. Und sind komplett gleichberechtigt, bis die Messung durchgeführt wird. Das ist schwer sich vorzustellen, deshalb beschreibt man sowas gerne mathematisch mit dieser Gleichung. Und so einen Zustand beschreibt man mathematisch sauber so. Das Geile daran ist, das ist mathematisch korrekt. Das kann man wirklich so hinschreiben, wenn man möchte. Und die Dinger heißen tatsächlich Kettvektoren. Allerdings nicht von Katze, sondern von Bracket. Noch eine Minute, ich muss mich beeilen. Also, fassen wir nochmal schnell zusammen. Alles auf der Welt taucht in Quanten auf, in festen Paketen. Alles, was wir messen können, ist mit einer gewissen Unschärfe behaftet. Und aus diesen beiden Sachen resultierend gibt es sogenannte überlagerte Zustände, die gleichberechtigt zur gleichen Zeit existieren. Was hat der ganze Mist mit dem NV-Zentrum zu tun, von dem ich am Anfang geredet habe? Wenn wir auf unserem NV-Zentrum mit dem Laser rumbraten, dann kann das auch verschiedene Zustände annehmen, die halt angeregt oder weniger angeregt sind. Hier oben im Energieschema. Und solange sich das NV-Zentrum in diesem angeregten Zustand befindet, also in mehreren, die sich halt überlagern, kann man das als Sensor benutzen, weil je nachdem, wie sich in der Gegend zum Beispiel ein Magnetfeld ändert, ist ein Zustand, den man misst, wahrscheinlicher als der andere. So, das ist ohne die Mathekeule aus der Schublade zu holen relativ schwer zu erklären, deshalb habe ich euch noch ein kleines Beispiel aus eurem und meinem Alltag mitgebracht, wie man sich das mit den überlagerten Zuständen und den daraus resultierenden Vektoren doch ein bisschen besser vorstellen kann. Und zwar, stellt euch mal vor, achso, genau, wofür ist das Ganze gut? Wir können damit Magnetfelder messen, Magnetresonanztomographen besser machen, bla bla, Quantencomputer und so weiter. Okay, ich mach schnell. Okay, also das, was ihr aus dem Alltag kennt und was überlagerte Zustände sind und Vektoren, das könnt ihr hier auch super, also diese Sensorgeschichte, könnt ihr hier auch super ausprobieren. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid auf dem Kongress. So, auf diesem Kongress könnt ihr euch in einen angeregten Zustand bringen. Ich würd gern weiter hier rüber, aber so, das funktioniert meistens großartig. Das ist ein angeregter Zustand, energetisch sehr hochwertig, ihr pöbelt viel rum und seid unerträglich, außer hier vielleicht, hier ist man nicht unerträglich. Das ist ein reiner Zustand, angeregt. Es gibt aber noch andere Zustände, die sind auch angeregt, energetisch aber einen Ticken niedriger. Das geht auch, da sitzt man eher so in der Ecke und will nicht mehr. Ne? Und jetzt kommt das Geile, was uns die Schrödinger-Gleichung beigebracht hat und was auch wirklich die Natur ist, ihr müsst euch nicht entscheiden. Ihr, ne? Ihr könnt überlagerte Zustände bilden. Also euch steht dieser ganze Vektorraum an Zuständen offen. Und was das Ganze mit Sensoren zu tun hat, das erfahrt ihr nicht unmittelbar, sondern am nächsten Morgen. Da seid ihr dann nämlich super Sensoren für laute Geräusche und helles Licht. Vielen Dank. Reinhard, dein Applaus. So, ihr habt jetzt wieder 1 bis 2 Minuten Zeit, um euch über eine Wertung für Reinhard einig zu werden. Thank you.
Ihr macht den Eindruck, als wärt ihr euch schon relativ einig. Sonst kommt bitte zu einer Entscheidung. Einige halten schon verschämt ihre Schildchen so halb hoch. Gut, dann bitte ich auf 3, 2, 1 alle Wertungstafeln hoch. Das ist... Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal die 8 macht 48. Dann haben wir 3 mal die 9 macht 27, also 75 insgesamt. Und einmal hier vorne eine abschließende 10 macht 85 Punkte für Reinhard Remfort. Dann möchte ich alle drei Slammer nochmal auf die Bühne bitten. Und zwar Michael Büker, Ines Dorian Gütt und Reinhard Remfort. Und Reinhard ist der Sieger des heutigen Science Dams, Reinhard Remfort. Er kann sein Bier in Zukunft aus dieser wunderbaren Science Dam Hamburg-Tasse trinken, aber die anderen beiden können in Zukunft auch ihr Bier aus einer wunderbaren Science Dam Hamburg-Tasse trinken. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank euch, dass ihr hier wart. Mein Name ist Julia Offe. Ich danke noch Tim und Martin und ganz besonders der Ulrike bei der Technik, bei der ganzen Organisation. Das war sehr, sehr aufwendig. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie das alles hier funktioniert hat. Habt noch viel Spaß die nächsten 2,5 Tage. Kommt gut ins neue Jahr. Alles Gute. Tschüss. Wertungstafeln sehr gerne wieder nach vorne bringen, bitte. Und einen verspäteten Dank an unseren Kopfrechner Stefan und unseren Zeitnehmer Luca. Thank you.